Richard Tandy, ein renommierter britischer Keyboarder, der vor allem als Mitglied des Electric Light Orchestra, ELO, bekannt war, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde am Mittwoch, dem 1. Mai, von Jeff Lynne, dem Mitbegründer der Gruppe, in den sozialen Medien bekannt gegeben. Er stieß 1971 als Bassist zu ELO, ein Jahr nach der Gründung durch Lynne, Roy Wood und Schlagzeuger Bev Bevan in Birmingham. Später wurde er ELOs Vollzeit-Keyboarder und war das einzige Mitglied, das auch nach den verschiedenen Umgestaltungen der Band an Lynnes Seite blieb, bis Lynne ELO 1986 endgültig auflöste. Besonders bemerkenswert war seine Rückkehr mit Lynne für das Album Zoom von 2001, an dem auch Ringo Starr und George Harrison von den Beatles mitwirkten. Im Jahr 2012 kamen die beiden erneut zusammen, um im heimischen Aufnahmestudio von Lynne, dem Bungalow Palace, ein Liveset mit den größten Hits der Band aufzunehmen, das im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Im Sommer 2014 belebten Lynne und Tandy die Gruppe unter dem neuen Namen Jeff Lynne's Electric Light Orchestra für ein Freiluftkonzert im Londoner Hyde Park wieder. Er hat an jedem ELO-Album mitgewirkt, mit Ausnahme von No Answer von 1971, das vor seinem Beitritt zur Band aufgenommen wurde, und Alone in the Universe von 2015. Sein letzter Auftritt fand 2016 in der Radio City Music Hall in New York City statt, wo er gemeinsam mit Lynne sein letztes Mr. Blue Sky aufführte. 2017 wurde er in Anerkennung seines langjährigen Engagements als Mitglied von ELO in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank. Vielen Dank.